Seit 1996 existiert die Kunsthalle in Rostock als Zentrum für vielfältige Kunst. In diesem Jahr feiert das Haus 50-jähriges Bestehen. In den neuen Räumen des Schaudepots können Sie in einer Ausstellung die Geschichte der Kunsthalle nachzeichnen. 69-19, ein halbes Jahrhundert für die Kunst, so lautet der Titel dieser Ausstellung. Herausragende Werke der Sammlung werden den einzelnen Dekaden zugeordnet. Dazu können Sie die Ausstellungsstücke durch Kommentare der Leiter und Direktoren der Kunsthalle sowie durch Zeitdokumente einordnen. Eine Reise ins künstlerische Zeitgeschehen. Entdecken Sie einiges wieder und anderes neu. Die Ausstellung 69-19, ein halbes Jahrhundert für die Kunst, ist noch bis zum 13. Oktober in der Kunsthalle Rostock zu sehen. Die Kunsthalle Rostock wird unterstützt durch die Förderer der Kunsthalle. Das Deutsche Meeresmuseum Stralsund ist beim Internationalen Museumstag mit dabei und zeigt spannende Aktionen rund um das Tauchen. Höhepunkt ist dabei der Nachbau einer historischen Tauchmaschine in einem Tauchcontainer. Die ursprüngliche Idee vor einem geschlossenen Tauchanzug stammt aus dem vorpommerischen Bad. Peter Kreft entwickelte den ersten Ganzkörpertauchanzug. Damit konnte wertvolle Fracht aus versunkenen Schiffen geborgen werden. Der Aktionstag zum Tauchen ist der 19. Mai zwischen 11 und 16 Uhr. Im Ozeaneum Stralsund wird am 19. Mai der Internationale Tag des Ostseeschweinswals gefeiert. Verschiedene Akteure widmen sich diesen bedrohten Meeressäugern. Verschiedene Forschungsprojekte werden vorgestellt. An diesem Tag wird eine Spende von insgesamt 3.000 Euro für den Schweinswalschutz übergeben.